Die Stammfunktion einer Summe ist gleich zur Summe der einzelnen Stammfunktionen. In der ersten fliegt die 4 als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus, bleibt Stammfunktion von x² dx. Diese Stammfunktion können wir mit dieser bekannten Formel berechnen und sie ergibt somit x hoch 3 Drittel. Die erste Stammfunktion ist also 4x hoch 3 Drittel. Jetzt die zweite. Diese 3 schreiben wir in Form 3 mal 1. Somit fliegt diese 3 als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion raus, bleibt Stammfunktion von 1 auf x Wurzel x dx. X ist dasselbe wie x hoch 1, Quadratwurzel aus x ist dasselbe wie x hoch 1 halbes. Hier unten steht also x hoch 1 plus 1 halbes, das heißt x hoch 3 halbe. Diese Potenz x hoch 3 halbe setzen wir nach oben als Zähler, wo sie zu x hoch minus 3 halbe wird. Um diese Stammfunktion zu berechnen, können wir wieder diese sehr bekannte Formel einsetzen und das ergibt dann x hoch minus 3 halbe plus 1 geteilt durch minus 3 halbe plus 1. So, minus 3 halbe plus 2 halbe, das macht minus 1 halbes, unten also auch. Somit führt das zu dieser Rechnung. Dieses Minus setzen wir nach vorne, diese 2 springt nach oben und multipliziert diese 3, 2 mal 3 macht 6, bleibt noch x hoch minus 1 halbes. Diese Potenz setzen wir nach unten als Nenner, wo sie zu x hoch 1 halbes wird, das heißt zu Quadratwurzel aus x. Jetzt multiplizieren wir diesen Bruch nach unten und oben mit der Quadratwurzel aus x und somit haben wir als Stammfunktion diese gefunden. Um zu überprüfen, ob es stimmt, brauchen wir nur diese Antwort abzuleiten. Wenn wir dann das finden, was hier steht, zwischen dem länglichen s und dem dx, dann stimmt diese Antwort. Sie stimmt. Und somit ist diese Aufgabe beendet.